dass er die Sache durchbrennt, weil er nicht bergen. Der sagt halt, ich muss bis dahin fahren. Aber er sieht nicht aus, als wenn er da sein. So, jetzt warten wir noch 5 Minuten. Dann kommt der Hauptredner auch gleich. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Ich habe gesehen, da hinten trauen sich auch noch ein paar aus dem Gebüsch. Und da danke ich auch für das Interesse. So. Geöffnet. Eröffnet. Ich danke, dass ihr so jetzt zahlreich doch noch erschienen seid. Wir hier in Heidenheim, das Demo-Team, wir haben überlegt, sollen wir jetzt noch eine Demo machen oder nicht? Und es war dann doch auch zahlreich der Wunsch ist gekommen, dass das hier weitergeht. Vorerst ist das aber hier dieses Jahr die letzte Demo, kleine Demo in Heidenheim. Wir haben schon eine Großdemo geplant für den 28.11. Wir haben uns vernetzt. Die Großdemo wird in Aalen stattfinden, wenn das alles so klappt, auf dem Kreuzplatz. Da passen 3000 Leute hin. Demozug ist auch geplant und wir haben alle mit im Boot. Die Gmünder, die Esslinger, die Stuttgarter. Wir kriegen die Anlage wahrscheinlich auch von Stuttgart, vom Ballweg. Und der Herr Kreis ist schon ganz fest mit dabei eingeplant. Der wird sprechen. Und dann lassen wir uns überraschen, wer dann da alles noch kommen wird. Es wird auf jeden Fall eine große Sache. Und heute geht es ja um das Thema Pressefreiheit. So, das Menschenbild, Pressefreiheit. Und ich habe jetzt speziell nichts vorbereitet, weil ich auch immer nicht so gern ablese. Ich kann dazu nur ein paar Worte sagen. Das Thema beschäftigt mich schon ganz lange. Mir ist schon ganz lange aufgefallen, dass da irgendwie was nicht ganz so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Also in ganz jungen Jahren hatte ich einen guten Geschichtslehrer. Und der hat mir oder uns erklärt, dass es 4 Gewalten gibt, die Judikative, Exekutive, Legislative und die 4. Gewalt, das sind die Medien. Und er hat damals schon gesagt, die Medien haben die größte Macht. Das ist einfach mal so hängen geblieben bei mir. Habe ich nicht weiterhin groß drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, das ist auch ganz normal. In jeder Schule wird es dann so gesagt. Wird schon richtig sein. Gut. Dann ging es weiter. Meine Familie ist ja hier auf der ganzen Welt verstreut, lebt verstreut überall. Im Deutschunterricht hatten wir eine Deutschlehrerin, die die Zeitung von Heidenheim gebracht hatte damals. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Im Vergleich mit der Schweizer Zeitung. Und das war dann damals bei dem World Trade Center. Das war so, dass nämlich ein Schweizer Reporter sich beschwert hat, dass man seine Fotos entwendet hat,
bei einem Fußballspiel, wo die Afghanen gejubelt haben. Dieses Foto ging um die ganze Welt und es wurde gesagt, die jubeln wegen dem Angriff auf das World Trade Center. Habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, ich frage mal nach in der Schweiz, wie es da aussieht, und die haben das bestätigt. Das war wirklich ein Skandal in der Schweiz, aber nur in der Schweiz. Es kam dann nicht weiter. Gut, jetzt mache ich einen großen Sprung Richtung August. Also ich war in Berlin Anfang August. Es waren wahnsinnig viele Leute da. Es hat gar nicht mehr aufgehört, dass die Leute da eingeströmt sind. Und es war ungefähr so 13, 14 Uhr. Es hat nicht mehr aufgehört. Es ging dann los mit der Demonstration. Der Ballweg hat dann die Demo eröffnet und es war eine wirklich gute Stimmung. Wir haben uns alle gefreut. Und neben mir war eine Familie, eine Mama, die gesagt hat, oh, meine Tochter hat sich gerade an mich gewendet. Es heißt in den Medien, dass die Demo abgebrochen worden sei. Habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe auch lauter Beweisfotos gemacht, Beweisvideos. Und da war überhaupt noch nichts davon bei uns zu sehen, dass die Demo nicht stattfindet oder unterbrochen geworden sein sollte. Also es war wirklich, wir waren fassungslos. Es war unglaublich. So. Dann war ich auch am 28.08. in Berlin und habe das alles mitbekommen, wie das war mit dem Demo-Umzug. Also ich weiß ja, und das wissen wir auch alle, dass wenn eine Demonstration und ein Demo-Umzug genehmigt wird, dann ist die Polizei und auch die Ordnungshüter des Ordnungsamts sind da zuständig, dass wenn mehr Leute kommen, dass der Demozug dann geöffnet wird. Ja? Und was haben die in Berlin gemacht? Die haben die Leute eingekesselt, noch mehr Leute von hinten reinlaufen lassen. Und wir waren zufällig direkt vor Ort, weil unser Hotel war gleich da. Wir sind am Anfang da durchgelaufen, da war die Stimmung super und alle haben gedacht, ja, jetzt geht's gleich los, wunderbar. Und später kam die Nachricht, es geht nichts, keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Und wir sind dann auch zu dem Ort des Geschehens und haben gesehen, wie schlimm, brutal da vorgegangen wurde. Nicht alle Polizisten, also ich glaube, das sind irgendwelche Sondereinsatzkommandos. Ja, wurden dann die Busse aufgemacht, dann kamen da so Muskelpakete raus, schwarz vermummt. Ich habe auch später nochmal den Unterschied gesehen. Die Polizisten, die schon am Anfang vor Ort waren, die waren einfach schwarz gekleidet. Und die anderen, die dann dazugestoßen sind, die haben dann Knieschützer gehabt und die waren so richtig geschützt. Und also die Stimmung war sehr aggressiv auch. Die haben Angst dann verbreiten wollen. Und das Schlimme war, da waren Familien, die hat man nicht rausgelassen. Also man hat gesagt, wenn ihr den Platz hier jetzt nicht räumt, dann werdet ihr geräumt. Und die Familien sind verzweifelt zu diesen Absperrungen hingelaufen. Kinder waren dabei, Mütter waren dabei. Und die Polizisten, die da standen, hatten den Auftrag zu sagen, hier könnt ihr nicht raus, geht weiter. Und das Spielchen ging die ganze Zeit, bis die wieder dann an der Stelle waren, total verzweifelt geweint haben, gesagt haben, wir waren jetzt überall, wir kommen nicht mehr raus, lass uns doch jetzt hier raus, was ist das? Und ich habe das alles aufgenommen auf Video, weil ich gedacht habe, das sind Beweise, was ist hier eigentlich los? Also, da wurde dann schon mit massiver Einschüchterung gearbeitet. Als das dann immer offensichtlicher wurde, hat dann einer der Polizisten gesagt, ja okay, er fragt jetzt mal nach beim Polizeidienstleiter. Und zum Glück, also dann so ganz vereinzelt, hat man dann tatsächlich auch die Familien und Kinder rausgelassen. Aber das war wirklich ein Kampf. Und dann ging es schon los, dass diese, ich sag's jetzt mal, Schlägertrupps rein sind und die Leute da so brutal rausgezerrt haben. Ich habe da ein Bild im Kopf, war so ein alter Mann mit grauen Haaren, so leicht gebrechlich.
rechts und links von ihm die Polizei, die ihn da so mitschleift. Und er hatte so einen roten Herzluftballon angebunden. Und der ist dann, der rote Herzluftballon ist dann so hinter der Aktion hinterher geflogen. Ich habe gedacht, das ist ein Bild, das müsste eigentlich um die Welt gehen. Ja. Deswegen bin ich jetzt trotzdem sehr, sehr dankbar, dass es hier in Heidenheim so positiv läuft, die Kooperation mit der HZ, auch mit der Polizei. Also es ist ja nicht überall so und deswegen ist das Thema jetzt, denke ich, hier auch heute sehr wichtig, dass wir das mal aufgreifen. Zum Programm, der Daniel Langhans aus Ulm wird sprechen und danach ist auch nochmal wieder eine offene Wortmeldung möglich. Die, wo gerne sprechen möchten, kommen dann bitte zu uns, sagen vielleicht kurz, was sie sagen möchten. Und wenn das sehr viele sind, dann möchte ich bitten, dass sich ja dann jeder so ungefähr 10 Minuten nimmt. Danke. Ja, guten Morgen. Hallo Heidenheim. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich erinnere mich noch gut, als ich zum ersten Mal da war und da haben wir auch von dir ein sehr bemerkenswertes Referat gehört. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war dort auf dem, ich glaube, Rathausplatz oder wo wir dort gesprochen haben. Kann man mich gut verstehen, auch hinten? Ja, sehr schön. Also doch etwas lauter, dann werde ich etwas lauter sprechen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, nämlich das heißt Pressefreiheit und Menschenwürde. Und ich erinnere mich da an eine Begegnung. Wir haben ja viele, viele Begegnungen jetzt in diesen letzten Monaten untereinander, aber auch mit anderen Menschen. Wir haben positive Begegnungen, wir haben negative Begegnungen, wir haben viele verschiedene Dinge, die das ganze Leben, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ist irgendwie intensiver geworden, oder? Ja, also wenn man das vergleicht mit früher, da ist das irgendwie dichter, was wir so erfahren, auch die Erlebnisintensität hat zugenommen und jeder von uns hat da so ganz konkrete Gespräche vor Augen, die ja manche beglückende Erfahrungen, aber eben auch leider Dinge, die uns sehr erschüttert haben. Und etwas, was mich erschüttert hat, aber in einem besonderen Sinn, möchte ich jetzt an den Anfang unserer Überlegungen stellen. Es war in Konstanz. Es muss vor etwa 5 Wochen gewesen sein, als die Großdemo in Konstanz war. Vielleicht war jemand in Konstanz, ja, der eine oder andere. Und dort hatte ich den ersten Beitrag auf der Bühne. Kurzen Beitrag, 10 Minuten. Also da ging es Schlag für Schlag, nicht so wie hier, wo man auch ein paar Gedanken etwas breiter darlegen kann. Und da habe ich mich dann für eine Art ja, Hauruck-Auftritt entschieden, so ein bisschen mehr der polternde Auftritt. Und wir waren auch in eine Herzensverbindung gekommen, auch mit den Teilnehmern. Und dann war das vorbei, mein Beitrag, und dann kamen 2 Herren auf mich zu. Und diese 2 Herren, die stellten sich vor als Journalisten vom Südwestrundfunk, SWR. Ja, ob ich denn für ein Interview bereit sei. Und ich habe gesagt, ja. Ich habe nicht dran gedacht, das Ganze mitzufilmen, was ja ganz gut ist, wenn man so ein Interview, wo dann auch die dich interviewen, ihrerseits eine Kamera haben, dass man das Ganze auch mitfilmt, unsererseits. Da habe ich nicht dran gedacht, so schnell war ich nicht. Ja, und dann ging es los und dann kamen die Fragen, die üblichen Fragen. Wie ich das und das denn, was ich da gesagt habe, auf der Bühne meine und wie ich mich von Rechten abgrenze, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, also ich grenze mich von rechten Extremisten genauso ab wie von Linken. Also wir kennen ja die Antworten, die auch Michael Ballweg auf diese Fragen gibt, beispielsweise. Ja, und dann war das Interview vorbei und ich hatte durchaus den Eindruck, dass sie hingehört haben. Also, es war jetzt nicht so, dass es nur negativ war. So, und nach mir sprach Michael Schulte, den ja auch jeder von euch kennt, oder? Genau, Thorsten Schulte. Und der sagte dann, weil sie auch zu ihm gekommen waren, Daniel, wie war denn das Interview mit denen?
Er wollte also wissen, wie sind die drauf, damit er so ein bisschen eingestellt ist. Und er hatte wohl auch noch keine Zusage gegeben für ein Interview. Dann habe ich ihm gesagt, Thorsten, es war fairer, als ich gedacht hatte. Und dann ging das weiter und er hat dann seine Bücher signiert an dem Tisch und die zwei warteten in einer Entfernung. Und dann hatte ich einen Gedankenblitz, bin ich hin zu den beiden und sagte, darf ich euch ein Geheimnis verraten? Du ahnst schon, was passiert ist vielleicht. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Ja, wieso, warum? Ja, der Thorsten hat mich gerade gefragt, wie das bei euch abgelaufen ist im Interview. Und dann, ich habe ihm gesagt, es war fairer, als ich gedacht hatte. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? In dem Augenblick. Einer von den beiden sagte zu mir, das war jetzt das Beste, was ich aus eurer Wahrheitsbewegung bisher gehört habe. Ja, wenn wir dieser Begegnung mal so ein bisschen nachspüren, was kommt denn da zum Ausdruck? Lässt sich diese Antwort von diesen Journalisten auch deuten als eine Art Hilferuf? Ich bin auch im Gefängnis. Ich habe auch eine Mauer um mich rum. Können wir die Mauer irgendwie miteinander vielleicht so ein bisschen löchrig machen? So deute ich diese Antwort von diesem Journalisten, oder? Ist doch bemerkenswert. Also, diese Episode scheint mir geeignet, wenn wir jetzt uns unserem Thema zuwenden. Und ich darf noch Folgendes sagen. Es gibt im Moment, bevor ich es vergesse, ich habe es ganz vorne drauf geschrieben, es gibt im Moment eine neue Seite, die ist auf Englisch, aber das ist kein Problem. Man kann ja auch ein Übersetzungsprogramm drüber laufen lassen, wer also des Englischen nicht so mächtig ist. Es ist eine Pflichtseite, eine Website, die jeder von uns in der Wahrheitsbewegung kennen sollte. Und sie heißt stopworldcontrol.com. Einige sehe ich, sind da schon längst unterwegs, wunderbar. Da wird zusammengefasst, was alles in der Vorbereitung auf das Jahr 2020, der sogenannten Pandemie, schon für Projekte gelaufen sind. Ich mache das jetzt hier nicht heute, weil das nicht unser Thema ist, aber ich empfehle diese Seite sehr, sehr herzlich. Und noch ein Hinweis vorab, solange es ihn noch gibt, empfehle ich meinen YouTube-Kanal Dr. Langhans. Ich hatte ja einen Kanal, der war innerhalb von 4 Wochen auf 20.000 Abonnenten gestiegen. Das war im Mai bis Mitte Juni. Dann wurde der komplett gelöscht. Dann habe ich einen Ersatzkanal aufgebaut. Der hat den Namen Dr. Langhans, also ausgeschrieben. Und da findet man auch jetzt eine Menge Videos, nicht nur von mir, sondern auch andere Dinge, die ich für relevant halte. Und dann auch noch die Telegram-Anschrift. Das ist ganz einfach. Dr. Daniel Langhans ohne Punkt und ohne Zwischenraum geschrieben. Dr. Daniel Langhans hintereinander schreiben, klein. Dann kommt ihr auf meinen Telegram-Kanal mit um die 800 oder 900 Abonnenten. Das waren jetzt so kleine Vorbemerkungen. Und jetzt wenden wir uns dem Thema im engeren Sinne zu. Und da gibt es erstmal eine sehr negative Nachricht. Sehr aktuell. Ihr habt es sicher gehört, es läuft jetzt gerade aktuell eine riesige Löschungswelle bei YouTube. Es ist gelöscht worden, die Amazing Pauli mit 460.000 Abonnenten. X22 Report mit 950.000 Abonnenten. SGT Report mit 600.000 Abonnenten. Global Exchange mit 110.000 Abonnenten. Und so weiter. Es gibt ganz viele Kanäle, die einfach dem Boden gleichgemacht wurden. Damit ist eine redaktionelle Arbeit von mehreren Jahren zunichte gemacht. Und das ist natürlich etwas, das mit Pressefreiheit und mit der Freiheit der Meinungsäußerung nur wenig zu tun hat, oder? Zum Glück
gibt es ja Alternativen zu YouTube, die jetzt die Gunst der Stunde nutzen und mit ihrer Zensurfreiheit und Offenheit für alle Meinungen werben. So hat die Plattform BitChute sofort reagiert und die ganzen BitChute-Kanäle der gelöschten YouTuber verlinkt. So findet man zum Beispiel Amazing Polly, X22 Report, Destroying the Illusion und andere Kanäle auf BitChute. Seit der Löschung wachsen diese Kanäle jetzt rasant an. YouTube erweitert die bisherigen Regelungen zu Unwahrheiten und Verschwörungstheorien, wie sie das nennen, bezüglich der momentanen Pandemie. Dazu will die Google-Tochter Videos von ihrer Plattform entfernen, die Fehlinformationen, wie sie meinen, über Impfstoffe gegen das Coronavirus beinhalten. Wie Reuters via E-Mail mitgeteilt wurde, sollen Informationen, die dem Konsens der lokalen Gesundheitsbehörden oder der WHO widersprechen, entfernt werden. Das beinhaltet demnach die Behauptungen, dass der Impfstoff tödlich sei, Unfruchtbarkeit verursachen wird oder dass damit Mikrochips implantiert werden. Trotzdem ist dieser Löschung ein schwerer Schlag für die Meinungsfreiheit und ich finde, das System hat sich jetzt demaskiert, oder? Wie seht ihr das? Die nächsten Löschungen sind offenkundig schon geplant. Diesmal soll es Videos und Kanäle mit vermeintlichen Fehlinformationen über weitere Impfstoffe treffen. Ja. Ich war ja auch mal ein kleiner Junge und damals gab es noch kein Smartphone, mit dem ich mich hätte beschäftigen können. Womit habe ich mich beschäftigt oder womit wurde ich beschäftigt als kleiner Junge? Es wurden Schallplatten aufgelegt. Und eine Schallplatte war eine Märchenschallplatte. Es gab verschiedene Märchen. Und ein Märchen war das folgende. Es war einmal ein Kaiser, der sich nur um seine Garderobe sorgte. Eines Tages kamen zwei Betrüger in sein Reich. Sie gaben sich als Weber aus und behaupteten, die schönsten Kleider anfertigen zu können. Diese sollten zudem die Eigenschaft besitzen, für jeden unsichtbar zu sein, der seines Amtes nicht würdig oder dumm sei. Der Kaiser beauftragte die vermeintlichen Weber mit der Fertigung einer neuen Garderobe. Diese stellten also ihre Webstühle auf und taten, als würden sie weben. Zunächst schickte der Kaiser einen Minister, um sich nach dem Fortschritt der Kleider zu erkundigen. Dieser sah zu seinem eigenen Schrecken rein gar nichts auf dem Webstuhl liegen. Das bedeutete gemäß den Betrügern, dass er entweder seines Amtes nicht tauge oder dumm sei. Da er um die vermeintliche Eigenschaft des Stoffes wusste, lobte der Minister die wunderschönen Stoffe. Einem zweiten kaiserlichen Gesandten ging es nicht anders und so lobte auch er des Kaisers neue Kleider, die da gerade gemacht werden. Ja, nun wollte der Kaiser sich selbst die Webereien ansehen. Als er nichts auf dem Webstuhl sah, erschrak er und fragte sich, ob er dumm sei oder gar nicht dazu tauge, Kaiser zu sein. Darum lobte auch er die Stoffe und sein gesamtes versammeltes Gefolge stimmte in das Lob ein. Bei einem öffentlichen Festmahl stellte der Kaiser seinen neuen Kaiser das Kleider das erste Mal öffentlich zur Schau. Die Kammerherren taten so, als trügen sie die unsichtbare Schleppe und niemand aus dem Volk wagte es, sich anmerken zu lassen, dass er keine Kleider sah. Alle jubelten dem Kaiser zu und bewunderten seine neuen Kleider. Bis ein kleines Kind sagte, und ich habe diese Schallplatte noch im Ohr, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist jetzt 60 Jahre her oder 55, ja? Aber er hat ja gar nichts an! Ist das nicht bemerkenswert, dass wir jetzt uns dieser Geschichte erinnern, angesichts dieser Situation? Im Moment leben wir in einer Welt, in der uns weisgemacht werden soll, dass 2 mal 2 = 5 ist, oder? Das ist die Welt, in der wir jetzt gerade leben oder zu leben gezwungen werden. Und deshalb, ja,
gibt es natürlich auch Entwicklungen und auch positive Dinge, auf die wir dann am Ende miteinander heute noch kommen werden. Es gibt sehr viele positive Nachrichten, die wir jetzt miteinander gleich noch besprechen. Was sagt uns das Märchen? Einmal, Punkt 1, Angst vor Ausgrenzung. Ja? Der Mensch möchte nicht irgendwie jemand sein, der nicht dazugehört. Und deshalb, ja, auch wenn er kein Kleid sieht, keinen Stoff sieht, er würde nie wagen, das zu sagen. Dass es aber nicht nur solche Menschen gibt, sondern auch andere, das sehen wir heute, wo wir so viele hier jetzt versammelt sind. Vielen Dank für euer Zeugnis. Ein zweiter Aspekt, der an diesem Märchen deutlich wird, ist die Auflösung von Verantwortung. Durch die Anwesenheit vieler Personen verteilt sich die Verantwortung auf alle Personen und niemand möchte sie allein übernehmen. So nach dem Stil, naja, wenn die anderen auch nichts sagen, naja, also die anderen müssten ja doch was sagen. Warum soll ich denn da jetzt was sagen? Das ist so etwa das, was auch das Märchen sehr schön rüberbringt. Keiner der Anwesenden sieht die vermeintlichen Kleider und trotzdem spricht das niemand offen an. In der Psychologie bezeichnet sozialer Einfluss die Veränderung von Meinungen, Einstellungen und Urteilen einer Person durch die Konfrontation mit den Ansichten anderer. Da gibt es Forscher, Bib Latané und Sharon Wolf, die haben Bedingungen aufgezeigt, unter denen der soziale Einfluss besonders stark wird. Je mehr Personen eine andere Meinung vertreten, desto stärker lässt sich der einzelne Mensch beeinflussen. Je höher der Status der anderen Personen, zum Beispiel, weil sie Experten auf ihrem Gebiet sind, Dr. Drosten, Dr. Nieder, desto stärker beeinflusst dies die Meinung des Einzelnen. Naja, und wenn ich es nur noch höre, wenn ich nichts anderes mehr höre, in dem Moment, wo ich die Kiste einschalte, dann ist das natürlich auch eine unglaubliche Beeinflussung, wie wir alle wissen. Im Märchen, das wir eben gehört haben, üben die Betrüger einen starken Einfluss aus, da sie sich als Meister ihres Fachs ausgeben. Durch die erfolgreiche Beeinflussung des Kaisers und seiner Minister kann sich der soziale Einfluss weiter fortsetzen. Der Kaiser und die Minister haben aufgrund ihres Status ebenfalls einen hohen sozialen Einfluss auf andere Personen. Dadurch, dass nun auch sie die Kleider loben, beeinflussen sie wiederum ihr gesamtes Gefolge. Indem das Gefolge in die Lobeshymnen einstimmt, wächst die Gruppe der einflussnehmenden Personen. Dies erklärt, warum auch bei der Prozession niemand widerspricht. Und die Moral. Das Märchen lässt sich Probleme auf unsere heutige Realität übertragen, wie wir alle schon gespürt haben. Auch heutzutage werden immer wieder von Betrügern falsche Versprechungen gemacht. Die Wahrheit kommt meist zunächst nicht ans Licht, da Personen unter sozialem Einfluss stehen oder dem Zuschauereffekt verfallen. Um die Wahrheit zu erkennen, bedarf es auch heute noch mutiger und unangepasster Personen wie dem Kind im Märchen. Danke. Und wir wissen, dass es unglaublich viele Dinge gibt, die uns in der falschen Weise vorgespiegelt wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich mache jetzt hier ein Geständnis. Ich habe tatsächlich gedacht, dass der Diktator Saddam Hussein Atomwaffen hatte. Ich habe das wirklich gedacht. Ich oute mich da jetzt. Heute schäme ich mich dafür, dass ich das gedacht habe. Wir wissen, dass das eine falsche Behauptung war, mit der viele, viele Menschen in ein schweres Elend getrieben worden sind, dadurch, dass dort ein Krieg geführt wurde. Und wir wissen, dass auch viele andere Kriege, die dort im Nahen Osten und überhaupt geführt wurden, auf falschen Behauptungen basierten. Der Syrienkrieg, die Dinge verhalten sich komplett anders als das, was wir dort gehört haben. Afghanistan-Krieg, 9/11. Was kommt da jetzt alles ans Licht? Kennt hoffentlich jeder hier am Platz Daniele Ganser? Ja, also wer ihn nicht kennt, das lohnt sich sehr, sich mit 9/11 und Daniele Ganser zu befassen.
Wir schmunzeln da jetzt darüber, aber was ist denn das für ein schweres Leid, was auf so viele tausend Menschen gekommen ist, die da einfach über die Klinge gesprungen sind oder springen mussten, die getötet wurden von einigen dunklen Mächten, die damit ihre perfiden Pläne realisiert haben und dann Krieg anzetteln konnten. Ist das nicht unvorstellbar? So ist es, genau. Naja, und wenn du die Menschen nicht gegeneinander mehr hetzen kannst, wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, also im Sinne von Völker gegen Völker durch Kriege, ja, dann musst du ihnen eben Angst machen. Und irgendeiner von den Rockefellers soll gesagt haben, war es David Rockefeller? Oder war es der Herr Kissinger, lauter Bilderberger, ja, ihr wisst, was das für Stichworte sind, da soll einer von denen gesagt haben, die neue Weltordnung werden wir dann einführen können, wenn wir den Menschen erstmal anständig Angst einjagen. Und das haben wir doch erlebt jetzt in den letzten 7 Monaten, oder? Erst war es die Angst vor dem Virus, dann war es die Angst davor, dass ich mich selber anstecke. Dann war es die Angst davor, dass ich tatsächlich meine Lieben, meine Eltern, meine Großeltern anstecken könnte. Und mit all diesen perfiden Behauptungen haben sie auf unsere Seelen zugegriffen. Erinnert ihr euch? Und wie viele Menschen, ich weiß nicht, es gibt immer 2 Möglichkeiten, wenn wir da so die Maskenträger um uns herum sehen. Ja? Die eine Möglichkeit ist, dass wir uns lustig machen über sie, aber mir gelingt das in letzter Zeit nicht mehr. Sie tun mir einfach nur noch leid, die Menschen, die ich in diesen Ängsten um mich herum sehe. Oder wie seht ihr das? Ja, es ist keine Verschwörungstheorie, was wir hier miteinander besprechen, das wissen wir alle, sondern es geht darum, dass wir Verschwörung aufdecken. Und wenn ein Bill Gates jetzt erst am 30.09. in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Folgendes sagt, ich zitiere, gibt es eine Impfung gegen das Virus? Können die Regierungen die Maßnahmen zur räumlichen Distanzierung aufheben? Wir werden keine Masken mehr zu tragen brauchen. Die Weltwirtschaft wird wieder volle Fahrt aufnehmen. Sogar bei einem Überangebot an Impfstoffen wäre in reichen Ländern noch das Risiko von Neuinfektionen gegeben. Denn nicht alle Menschen werden sich impfen lassen. Die einzige Möglichkeit, die Bedrohung endgültig aus dem Weg zu räumen, ist, sie überall auszurotten. Wenn wir weltweit schlussendlich über die Produktionskapazitäten und finanziellen Mittel verfügen, werden wir unsere Gesundheitssysteme stärken müssen. Damit meine ich die Menschen und Infrastrukturen, die dafür sorgen, dass ein jeder überall geimpft wird. Zitat Ende. Das sind die feuchten Träume dieses Menschen. Soweit wir alle wissen, dass dieses Projekt viel zu weit vorangeschritten ist, und zwar im negativen Sinne, als dass es noch Aussicht auf Realisierung haben wird. Wir lassen uns nicht impfen und wir werden immer mehr davon reden, dass das alles Lug und Trug ist und es werden immer mehr Menschen aufstehen. Zitat, die Corona-Panik ist ein Spiel, es ist ein Betrug. Was für ein Schwindel. Es ist höchste Zeit, dass wir verstehen, wir befinden uns inmitten eines globalen Verbrechens. Zitat Ende, Ärzte für Aufklärung, Pressekonferenz. Noch ein Zitat, Covid-19 ist eine Scheinpandemie, die für politische Zwecke geschaffen wurde. Es handelt sich um eine Weltdiktatur mit einer medizinischen Rechtfertigung. Wir fordern Ärzte, Medien und die politischen Behörden auf, den Menschen die Wahrheit zu sagen und diese kriminelle Operation zu stoppen. Zitat Ende, Ärzte für die Wahrheit, Erklärung. In den USA wird ein Dokumentarfilm namens Plandemic,
Plandemic, der das aktuelle Corona-Projekt als kriminelle Operation entlarvt, von über 27.000 Ärzten unterstützt. Stimmen wir überein miteinander, dass Denk- und Sprechverbote zu den Merkmalen einer totalitären Diktatur gehören? Dann hat sich soeben bestätigt, was von bestimmten Mainstream-Kreisen vehement dementiert wird. Dass nämlich die aktuelle Situation in Deutschland, wie in den meisten Ländern der Welt, an die Lage in totalitären Systemen wie NS-Staat oder Stalin-Regime erinnern. Und dass aus genau diesem Grund diese Situation sofort zu beenden ist. Was hat Hans und Sophie Scholl und die anderen Menschen, die ihren Widerstand gegen Adolf Hitler mit dem Leben bezahlt haben, zu ihrem tapferen Handeln motiviert? Das Leid der Menschen. Ja, ich höre auch auf den Demonstrationen immer, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Aber ich muss euch sagen, das ist nicht mein erstes Motiv, warum ich mich engagiere. Ich engagiere mich eigentlich gleich zu Beginn dieser ganzen verrückten Geschichte, weil ich sofort begriffen habe, dass es ganz viele Menschen gibt, die ganz schwer leiden müssen unter der Isolation, die man ihnen aufoktroyiert hat. Das sind die alten Menschen in den Alten- und Pflegeheimen. Und da ist es jetzt ein Riesenerfolg. Ihr habt es hoffentlich alle gehört, dass ein erstes Gericht einer Klägerin Recht gegeben hat, dass die Isolation zu beenden ist. Das Leid der Menschen hat Hans und Sophie Scholl motiviert. Sie schöpften Kraft daraus, die Situation konsequent aus der Perspektive der Opfer zu sehen. Und genau das ist heute das Gebot der Stunde. Wenn Menschen mit Sprechverboten belegt, und das ist bei uns passiert in Ulm, wir haben ja ein Flugblatt, ein Handzettel als Querdenken 731 in den Haushalten verbreitet. Das ist immer noch die beste Methode, die Briefkästen der Menschen. Ja, wo dann der Vergleich gezogen wird, da wurden wir in der örtlichen Presse als verantwortungslos diskriminiert und unser Tun als skandalös bezeichnet. Mal vorstellen. Was ist das anders als ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir uns längst auf der schiefen Ebene befinden, die uns alle, also auch die Journalisten, die sowas schreiben, in die totalitäre Diktatur befördern soll? Wenn in Kita oder Schule 11 Millionen Kinder unter eine Mund-Nasen-Maske gezwungen werden, abgesehen davon, dass sie in ihrer Wirkung die Maske sowieso sinnlos ist, und dadurch für ihr gesamtes weiteres Leben traumatisiert werden, dann ist das schweres Unrecht und wir werden nicht aufhören, davon zu sprechen, dass es sich um Unrecht handelt. Das eine ist es immer, die schwere Situation für die Menschen irgendwo ja zu wissen, darum zu wissen. Und das andere ist es, unmittelbar davon Kenntnis zu bekommen. Ich war in einer Arztpraxis, jetzt am letzten Montag, Zahnarztpraxis, gehe ich sofort rein und sage sofort, ja, ich bin maskenbefreit. Bevor mir da jemand irgendwas entgegenschreien kann, wo meine Maske bliebe, sage ich dann immer gleich, ja, ich bin maskenbefreit. Die hat gleich abgewunken, die Sprechstundenhilfe. Ja, sie sei da auch ganz anderer Ansicht bei diesem Thema und so weiter. Und dann waren wir gleich nett im Gespräch. Und dann sagt sie, sie hat einen Sohn. Und der Sohn, der macht Folgendes. Wenn die jetzt zu Opa und Oma gehen, wie man das ja macht, dann setzt er sich in die hinterste Ecke und zieht seine Maske auf und ist nicht zu bewegen dazu, dass er sich an den Tisch setzt. Ist das nicht grässlich? Wie kann man Kinder auf diese Weise misshandeln, psychisch misshandeln? Ist doch schreiendes Unrecht. Und deshalb ist es auch Unrecht, schweres Unrecht. Und wir werden nicht aufhören, davon zu sprechen, wenn
infolge der überflüssigen und sinnlosen Zwangsmaßnahmen alte Menschen in Isolationshaft gesperrt werden, sodass viele von ihnen an seelischer Verkümmerung sterben. Wenn infolge dieser Zwangsmaßnahmen Millionen von Menschen aufgrund völlig überflüssiger, sinnloser Corona-Maßnahmen von Regierenden ihren Arbeitsplatz verlieren und viele dadurch in schwere Not geraten, das ist schweres Unrecht. Wenn infolge dieser Zwangsmaßnahmen Hunderttausende von mittelständischen Unternehmern, Künstler, Gastronomen, viele andere mehr ihre Existenzgrundlage verlieren, wenn infolge dieser Zwangsmaßnahmen die Zahl der Menschen, die sich aus Verzweiflung das Leben nehmen wollen, rapide und nachweisbar ansteigt. Wenn infolge dieser Zwangsmaßnahmen Millionen von Menschen in Kliniken die medizinisch dringend erforderliche Versorgung verweigert bekommen und viele daran vorzeitig sterben, dann müssen alle Demokraten auf der gesamten Welt die Würde des Menschen verteidigen, so wie es Hans und Sophie Scholl und ihre tapferen Mitstreiter getan haben. Alle Regierenden auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene, auch auf kommunaler Ebene, sind aufgefordert, den sogenannten Lockdown mit sofortiger Wirkung zu beenden. Alle Medien, welche diese Zwangsmaßnahmen argumentativ unterstützen, sind zu enteignen, schlage ich vor. Zugunsten jener Menschen, die bedingt durch die Zwangsmaßnahmen Hab und Gut verloren haben. Dass ein derartiges Denk- und Sprechverbot von einem Redakteur, also jetzt nochmal das Beispiel da in Ulm, öffentlich ausgesprochen wird, mag das Recht auf freie Meinungsäußerung dieses Redakteurs repräsentieren. Als Rechtfertigung von schwerem, anhaltendem Unrecht ist es allerdings eine Schande für die Demokratie. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Beispiel zum Thema Umgang Presse, Umgang miteinander. Es gab ein Interview, das wurde geführt zwischen Attila Hildmann und einer Journalistin von RTL. Du schmunzelst schon, wahrscheinlich habt ihr das gesehen. Und da möchte ich jetzt einiges draus zitieren. Er sagt, wenn Krankenhäuser mittlerweile leer stehen und Insolvenz anmelden müssten und wenn Bestatter Kurzarbeit anmelden müssen, dann, dass wir ganz sicher bei einer Infektionsrate von unter 0,01 nicht in einer Pandemie sind, sondern in einer geplanten Attacke gegen unsere freie Welt, um einen totalen Überwachungskommunismus zu etablieren. Und dagegen stehen Demokraten und freie Menschen heute auf. Unser Kampf ist komplett friedlich, sagt Attila Hildmann. Es geht um Aufklärung. Die Menschen müssen wissen, dass sie von vorne bis hinten belogen werden, auch natürlich vom RTL. Denn das sind ja Konzernmedien und die Konzernchefs dieser Medien sind auch die größten Verbrecher. So drückt sich Attila Hildmann aus. Und dann sagt er zu der Reporterin, meinst du, dieser Stofflappen hält deinen Virus auf? Und dann sagt sie, ich schütze auch dich damit. Und dann sagt er, du brauchst mich nicht zu schützen mit dieser Sklavenmaske von Merkel. Auf der Packung von der Maske steht, dass sie nicht vor Viren schützt. Warum tragt ihr dann diese Sklavenmaske? Da kann ich dir jetzt viel dazu sagen, es ist bewiesen und so weiter, sagt sie dann. Und er antwortet, diese Maske ist eine Foltermethode, die in Guantanamo benutzt wird. In Guantanamo tragen die Menschen genau diese Masken. Man foltert unsere Kinder, die bei diesen Hochtemperaturen im Sommer 8 Stunden lang diese Masken tragen müssen. Das erste 13-jährige Mädchen ist gestorben, weil sie umgekippt ist wegen Atemnot. Es ist eine Foltermethode und eine Versklavung der gesamten Menschheit. Und das Einzige, was hier hilft, ist Aufklärung und Totalverweigerung, denn wir wollen keinen Corona-Kommunismus in Deutschland. Wir sind freie Deutsche und wir wollen unsere Freiheit zurück. Nach Corona wird eine neue Weltordnung etabliert. Also meine Anmerkung, die soll etabliert werden. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Meine Anmerkung, Ende. Und jetzt sagt diese Journalistin, es stellt sich die Lieblingsfrage, ja, wie kann man mit Reichsbürgern und mit Nazis auf die Straße gehen? Und seine Antwort ist auch interessant. Zitat, also erstmal ist es so, dass wir aktuell einen gemeinsamen Feind haben.
der die gesamte Bevölkerung und alle Völker dieser Welt versklaven will. Für diesen Feind sind wir Insekten. Dieser Feind will uns enteignen und er möchte uns unsere Kinder wegnehmen, wenn die den ersten Anfall von Schnupfen haben. Er möchte sie in Corona-Lager bringen. Dieser Feind ist satanisch. Die echten Faschisten sitzen hier 200 Meter entfernt, sagt er da in Berlin vor Ort. Das ist das Merkel-Regime, die jegliche freie Meinung unterdrückt, die Facebook-Kommentare unterdrückt, die YouTube-Kanäle löscht, die Menschen von Instagram löscht. Das ist der echte Faschismus. Wir sind hier mittlerweile in einem linksfaschistischen Staat angekommen. So weit sind wir gekommen, immer noch Attila Hildmann, dass sogar Türken als Nazis beschimpft werden. Ihr solltet euch mal alle schämen dafür, dass Menschen, die fürs Vaterland und für Deutschland einstehen, gleich eine Nazi-Keule übergebraten bekommen. Wo sind wir denn hingekommen? Zitat Ende. Jetzt Sie wieder, die Journalistin. Ja, wer Hand in Hand mit einem Nazi auf einer Demo steht? Zitat Ende. Jetzt Attila Hildmann. Jemand, der eine Kaiserreichfahne von 1871 zeigt, ist kein Nazi. Schieb dir deine Keule, deine Nazi-Keule sonst wohin. Die Patrioten, die für die Freiheit eintreten, sind keine Nazis. Natürlich, seid ihr Nazis, wenn ihr mit solchen Fahnen rumlauft. Genau, das denkst du, ja. Also, wollen wir uns unterhalten? Wir können gerne herkommen. Wir können gerne miteinander reden. Also, das ist ja das, was der Bodo in solchen Fällen macht. Er versucht dann, ein Gespräch in Gang zu bringen. Es ist so, lasst uns gleich darauf Bezug nehmen. Es gab einen Höhepunkt in dieser ganzen Krise, die wir jetzt erleben, in diesem Corona-Skandal. Und zwar war das Landshut, da gab es eine Nachtdemonstration. Und ich weiß nicht, wie viele von euch, bitte mal Hände hoch, waren da nachts um 11 Uhr noch online. Online haben das da angeschaut, dieses Video, als dann zum wiederholten Male Markus Heinz und Karl Hilz, einen Beifall für die beiden, bitte. Dann für die Demonstrationsfreiheit und für die Demokratie gestritten haben. Und dann gab es einen wirklich, ein Highlight. Nämlich, es gab ja eine Gegendemonstration, richtig? So, und dann haben die da auch rübergerufen, so wie jetzt wie gerade. Und dann hat der Markus Heinz, du nickst schon mit dem Kopf, der Markus Heinz hat dann eine Frage rübergestellt. Und dann kam tatsächlich eine Antwort. Und dann gab es wieder eine Antwort. Und das war so ein Dialog, so über vielleicht 3 Minuten hinweg. Und was passierte dann? Dann hat der Einsatzleiter der Polizei die Versammlung für aufgelöst erklärt. Erinnert ihr euch? Ist das nicht ein bezeichnendes Merkmal, dass genau in dem Moment, wo mal ein Dialog zustande gekommen ist, wird von denen, die letztlich das Werk dieser Regierenden, die uns unterdrücken wollen, die uns das alles aufzwingen wollen, von denen wird dann dieser Dialog unterbunden. Das ist doch schon wieder symbolhaft, oder? Ja, also zurück zu dieser kurzen Szene dann zwischen der Journalistin und dem Attila Hildmann. Sie sagte dann, ja, wir machen Berichterstattung. Zitat Ende. Also, da merkt man an der Stelle, jetzt ist sie schon in der Defensive. Ja, jetzt ist sie schon in der Defensive. Und dann sagt er, was denn für eine Berichterstattung? Ihr macht Propaganda, weil eure Konzernchefs sagen, dass ihr bei der NWO mitmachen sollt. Ihr verratet Deutschland, ihr seid die Mittäter. Weißt du was? Dieser Krieg wird heute nicht mit Gewehren oder Panzern geführt. Das hier, diese Kamera, das ist das Gewehr. Und das hier sind die Soldaten der NWO, weil sie von morgens bis abends das deutsche Volk anlügen. Ich bin fertig, ciao. Warum habe ich jetzt relativ ausführlich Attila Hildmann zu Wort kommen lassen? Ganz einfach, es hat 2 Gründe. Der eine Grund ist, dass wir einfach hier auf den Punkt geäußert bekommen, wie die Lage ist. Zum anderen möchte ich damit auch ein kleines Zeichen setzen.
Ich finde es nicht richtig, wenn wir uns gegenseitig ausgrenzen, weil der andere vielleicht mal etwas schärfere Vokabeln benutzt als der eine. Das ist noch nicht ein Recht. Wir haben kein Recht und wir sollten es auch nicht tun und auch von außen uns das nicht aufreden lassen, dass wir uns gegenseitig voneinander abgrenzen. Das ist nicht unserer Wahrheitsbewegung würdig, oder? Ja, es gibt schon Menschen, die eben unterschiedlichen Approach haben. Und ein Anselm Lenz zum Beispiel, der wird in seiner politischen Ansicht sicher nicht mit allen Ansichten übereinstimmen, die ich zum Beispiel habe. Aber ich habe mal vor 40 Jahren in einem Kurs zur politischen Bildung etwas gelernt. Und das ist bei mir wie eingemeißelt. Für eine Demokratie ist es wichtig, dass es rechte und linke Demokraten gibt. Das gehört zur Demokratie, davon lebt die Demokratie, oder? Und dann wurde der Anselm Lenz auch wieder attackiert von wieder anderen in der gemeinsamen Bewegung. Ja, warum? Weil er ein Antifa-T-Shirt trug. Darf ich dazu kurz eine Interpretation geben? Ich hab nie mit ihm darüber gesprochen, obwohl ich einen recht guten Draht zu ihm habe. Aber brauche ich nicht. Ich weiß, warum er das getragen hat, das Antifa-T-Shirt. Er wollte damit sagen, nichts anderes als das, was wir gerade von Attila Hildmann gehört haben, diejenigen, die die Freiheit des Menschen unterdrücken, die den Menschen in seiner Würde knechten, das sind die wahren Faschisten. Und deshalb bin ich Antifaschist und wir sind auch, weil wir so auftreten dagegen, wir sind diejenigen, die diesen Ehrentitel, in seinen Augen ist das ein Ehrentitel, Antifaschist zu sein, den dürfen wir tragen und nur wir. Und das wollte er damit signalisieren. Versteht ihr? Ja. Deshalb, es hat überhaupt keinen Sinn, immer permanent diese Abgrenzungsdebatte zu führen. Und stattdessen wollen wir uns konzentrieren, was sollen wir aufbauen? Und wir wollen aufbauen, was verloren gegangen ist, nämlich die Würde des Menschen ist gefährdet. Und es gibt ein Gespräch des Journalisten Jürgen Liminski, mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio, ein schönes Video. Und da sagt der Professor Di Fabio, Zitat, der einzige Wert, wenn man diesen Begriff verwenden will, den die Verfassung mit absoluter Geltung ausstattet, ist die Würde des Menschen. Das Leben und die körperliche Unversehrtheit sind natürlich hohe Werte. Aber wir erwarten von Polizeibeamten, dass sie im Notfall ihr Leben hingeben. Dann ein zweites Beispiel, was Sie dort besprechen. Zitat, finaler Rettungsschuss bei Geiselnahme. Wäre das Leben ein absoluter Wert, dann dürften wir das nicht. Zitat Ende. Also mit diesen Beispielen sprechen die beiden darüber, dass die Würde des Menschen noch höher steht als das Leben des Menschen. Und das hat übrigens auch kein Geringerer als der Dr. Wolfgang Schäuble einmal ausgedrückt. Auch der, von dem gibt es ein ganz bewegendes Zitat, genau in dem Sinn, dass die Würde des Menschen über dem Wert des Lebens des Menschen steht. Und leider hat er sich schon vor vielen Jahren offenbar aufs Glatteis führen lassen und macht jetzt gemeinsame Sache mit all diesen Globalisten. Man kann das nachsehen, da gibt es viele Zitate von Dr. Wolfgang Schäuble, dass er eben ja eine globale Regierung errichten will. Also das ist das, was dort in Bilderberg und in anderen Gremien und beim Weltwirtschaftsforum immer wieder diskutiert und vorbereitet wurde, über viele Jahrzehnte, wie wir wissen. Und leider gehört Dr. Wolfgang Schäuble dazu. Aber, und jetzt komme ich zu einem Gedanken, den Samuel Eckert neulich ausgesprochen hat. Jeder Mensch hat die Chance auf Umkehr. Und auch deshalb sagen wir, Herr Dr. Schäuble, besinnen Sie sich auf Ihr eigenes Zitat, dass die Würde des Menschen das Allerwichtigste, das Allerhöchste überhaupt ist. Und kommen Sie zu uns, wechseln Sie das Lager. Sie sind herzlich willkommen bei uns. Der Samuel Eckert hat einen ganz bemerkenswerten Gedanken geäußert. Ja, wir sollten uns nie von Menschen distanzieren.
Sondern wenn wir uns distanzieren, dann sollten wir uns von Prinzipien distanzieren. Zum Beispiel von dem Prinzip der Gewalt in der Umsetzung von politischen Zielen. Von diesem Prinzip, da zu sich zu distanzieren, das hat Sinn. Oder von der Ideologie des Nationalsozialismus, von der kann man sich distanzieren. Oder von der Ideologie des Stalinismus oder des Sozialismus oder, was auch sehr aktuell ist, von der Ideologie des Genderismus. Ja, also diese seltsame Ansicht, dass der Mensch sein Geschlecht selber wählen könnte. Und wir wissen, dass das auch dieselbe Ursprungsquelle hat, wenn diese Ideologien jetzt schon seit 2 Jahrzehnten in unsere Köpfe reingehämmert werden sollen. Also davon kann man sich distanzieren, aber wir sollen uns nicht von Menschen distanzieren. Ein ganz, ganz kluger Gedanke, den in einer wichtigen Rede Samuel Eckert, es war in Dresden auf der Corona-Infotour, die sie dort gehalten haben, da hat er diesen Gedanken geäußert. Ja, also die Würde des Menschen ist vor den eigentlichen Text des Grundgesetzes gestellt worden. Die Weimarer Verfassung, so der Professor Udo Di Fabio, kannte diese Vorschrift nicht. Also wenn das jetzt bei uns so ist, sagt er, dann ist es eine Reaktion auf die NS-Diktatur und auf die Katastrophe, die damit verbunden war. Die Dignitas Humana, die angeborene Einzigartigkeit eines jeden menschlichen Lebens, das Fundament der menschlichen Zivilisation, die Würde des Einzelnen ist deshalb ein Orientierungspunkt. Und sie ist nicht abwägungsfähig. Wir können nicht sagen, ach ja, deshalb musst du leider als Sklave arbeiten. Das geht nicht, sagt Professor Udo Di Fabio. Und mich erinnert das jetzt auch an etwas ja, ganz Aktuelles. Es wird ja in ganz, ganz vielen Ländern dieser Lockdown durchgeführt, diese schrecklichen Maßnahmen, die so schreckliche Folgen auf so viele Menschen haben. Wie viele Kinder haben seit Monaten in Afrika keinen Zugang mehr zu einer geregelten Nahrungsmittelversorgung, weil sie nicht mal mehr in die Schule dürfen? Ist das nicht ein Skandal? Und wenn wir jetzt wissen, dass nicht mehr Milliarden, das reicht doch gar nicht, sondern Billionen werden inzwischen ausgegeben, um diese Folgen zu finanzieren, die jetzt diese Lockdown-Maßnahmen ausgelöst haben. Milliarden, viele Hunderte von Milliarden, ich glaube 500, in diese idiotischen Impfstoffprogramme reingesteckt. Nehmt doch das Geld und gebt es den Armen, oder? Ich habe eine Freundin, die hat in Ulm, die hat ein bemerkenswertes Projekt im Kongo. Da geht es darum, ein Waisenhausprojekt zu unterstützen. Also Kinder, die Waisen sind, werden dann durch dieses Projekt unterstützt. Und die hat dann so Zahlen mal rausgelassen. Die sagt, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber so 5 Euro pro Monat. Und kannst du ein Kind einen ganzen Monat lang mit den nötigen Dingen versorgen für 5 Euro pro Monat? Jetzt teil doch mal 500 Milliarden Euro durch 5 Euro pro Monat. Was kommt denn da für ein Betrag raus? Also, das sieht man schon, es geht denen doch gar nicht um Gesundheit und um Menschen. Es geht um ganz andere Dinge, die wir jetzt heute hier noch nicht mehr ausführen werden. Es geht um Kontrolle, wie schon Attila Hildmann sagte. Es geht darum, dass wir ja letztlich umgewandelt werden sollen. Und ich sage nur eins, wir werden eine zentrale Speicherung unserer persönlichen Daten nicht zulassen. Dazu hat niemand das Recht. Ja. Und wir unterstehen auch keiner internationalen Behörde, weder einer WHO noch einer EU. Wir unterstehen denen nicht. Und da können Sie dreimal aus irgendwo beschließen, dass europäisches Recht Vorrang habe vor deutschem nationalem Recht. Das können die dreimal irgendwo von irgendeinem europäischen Gerichtshof verlautbaren lassen. Wir werden uns dem nicht unterordnen. Und wir fordern auch jetzt den Austritt aus der EU. Das ist meine konkrete Forderung. Ihr Lieben, es gibt noch einige schöne Nachrichten, die wollen wir zum Schluss betrachten. Ich möchte noch mal kurz auf die Auflagen aufmerksam machen. Ihr wisst ja,
Hier in Heidenheim ist es nicht ganz so streng, aber es gelten die Abstandsregeln. Bitte nochmal beachten. Also jetzt wenden wir zum Schluss uns den guten Nachrichten zu. Wenn jetzt die Weltgesundheitsorganisation erst in diesen Tagen, vor 2 Tagen war das, verlautbart hat, dass Corona, also SARS-CoV-2 und die dadurch ausgelöste Krankheit Covid-19 nicht gefährlicher ist als eine ganz normale, stinknormale Grippe. Das ist ein Riesenerfolg und dann wissen wir, das Ende dieser sogenannten Pandemie ist nicht mehr weit. Wenn die oberste Gesundheitsbehörde der USA, die CDC, also das Robert-Koch-Institut sozusagen in den USA, offen zugibt, dass es überhaupt nicht möglich ist, den SARS-CoV-2-Virus zu isolieren, also sozusagen nachzuweisen, dann setzt sich das CDC offiziell an die Spitze der Corona-Leugner. Wenn der US-Präsident, der ja, weil er 74 Jahre alt ist, bekanntlich zur Risikogruppe zählt, vor aller Welt deutlich macht, dass es um Covid-19 zu besiegen lediglich einer geeigneten Therapie bedarf und damit ein Impfstoff unnötig ist. Wenn Russland und die USA fast zeitgleich einen sogenannten Impfstoff herausbringen und gleichzeitig erklären, dass jegliche Impfung freiwillig erfolgen wird, womit ein weiteres Indiz gegeben ist, dass es eines Gates-finanzierten sogenannten Impfstoffs überhaupt nicht bedürfen wird. Wenn Facebook, Twitter, Google, YouTube in den USA juristisch vor einer großen historischen Niederlage stehen, weil sie nicht als inhaltlich neutrale Plattform, sondern als Publisher, Editor agieren, insofern sie Zensur ausüben. Da kommt jetzt richtig Stress auf die zu. Wenn die kriminellen Machenschaften eines Obama, eines Biden, einer Clinton, eines Brennan, also die Exekutive derjenigen Finanzoligarchen, welche die gesamte Welt der gesamten Welt das Projekt übergestülpt haben, nun scheibchenweise vor aller Welt offenbar werden. Wenn bald die Verstrickungen von Bill und Melinda Gates in die schmutzigen Machenschaften eines Jeffrey Epstein vor aller Welt offenbar werden, wenn die langfristige Strategie dieser Pandemie durch Webseiten wie Stop World Control lückenlos offen gedeckt werden, wenn auch die perfiden Pläne des Gates-finanzierten World Economic Forum durch Webseiten wie id2020.org und weforum.org offensichtlich sind. Und wenn Stück für Stück herauskommt, dass Projekte wie 9/11, Afghanistan-Krieg und so weiter alle nur geplant waren von den Machteliten. Wenn langsam, aber unaufhaltsam herauskommt, dass auch bekannte Personen wie Xavier Naidoo, wie Attila Hittmann, wie Nena, habt ihr das gehört? Ja, und jetzt kommt's ganz krass. Nämlich Cristiano Ronaldo hat ja jetzt angeblich Covid-19. Ja, wir wissen ja, was der sogenannte Test taugt und dass das alles nur Scharlatanerie ist. Und jetzt kommt's, seine Schwester hat sich geäußert. Ja, und die hat sehr, sehr deutlich gemacht, was sie davon hält, nämlich, dass das alles komplett Lug und Trug ist und dass wir endlich damit aufhören sollen. Und der Cristiano Ronaldo, der hat eine Community in der Welt. Der hat einen Bekanntheitsgrad unter den Jugendlichen, unter den Kindern. Also das wird jetzt auch seine Folgen haben. Und wenn dann auch in unseren Mainstream-Medien die Front immer mehr bröckelt, Markus Lanz nur als Stichwort oder der Brennpunkt, den wir neulich Anfang Oktober gesehen haben oder die Sondersendung oder jetzt der aktuelle Bauchredner, die Echse, dann sind das alles Zeichen, die dafür sprechen, dass das Ende von diesem seltsamen, komischen Projekt bereits absehbar ist. Ich denke, wir haben jetzt einige Gedanken miteinander austauschen dürfen. Wir wollen uns bewusst machen, dass jetzt eine ganz neue Verbindung zustande kommt, nämlich Menschen ganz unterschiedlicher Einstellung, ganz unterschiedlichen Glaubens, ganz unterschiedlichen Weltanschauungen kommen aufeinander zu. Ich hatte ein Interview mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis. Jetzt bin ich Christ. Er kommt eher so von der, sagen wir mal, spirituellen Richtung her. Wir haben uns prächtig verstanden. Warum? Weil wir alle wissen, wir sind vereint
in der Abwehr gegenüber diesen dunklen Mächten, die da walten und die ja die Welt versklaven wollen. Da sind wir einig. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Interview miteinander. Und wisst ihr, was die machen? Immer um 21 Uhr am Abend? Die haben eine Meditation zur Heilung der Erde. Ist das nicht schön? Und schaut, ich würd das anders ausdrücken. Ich spreche dann von Gebet zum Beispiel und das spielt auch in meinem Leben eine große Rolle. Aber wisst ihr, das ist doch zweitrangig. Erstmal geht es darum, dass wir letztlich dasselbe wollen, auch wenn wir unterschiedliche Begriffe dafür haben. Und wir wissen, dass der Mensch nicht ein Zufall ist, sondern dass der Mensch eben das Produkt eines Willens ist. Jeder von uns ist gewollt. Und das kommt in einem Lied zum Ausdruck, das wir gerne zum Abschluss jetzt miteinander noch betrachten. Und wer möchte, darf es auch gern mitsingen oder die anderen können gern klatschen. Und zwar heißt das Lied, vergiss es nie. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Vielen lieben Dank, Daniel Langhans aus Ulm. Gemeinsam sind wir stark, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Das Thema ist ja jetzt auch ganz aktuell mit den Kindern in den Schulen, denen auferlegt wird, jetzt während des ganzen gesamten Unterrichts die Maske zu tragen. Ich weiß nicht, auch von der Presse her, da haben wir das nicht mitbekommen, dass jetzt schon vorletzte Woche in der Bibris-Schule 2 Kinder umgekippt sind unter der Maske. Und das ist erst der Anfang. Die haben die Maske ja nur getragen, jetzt in den Fluren und in den Bussen. Und wenn das da schon passiert, was passiert dann jetzt, wenn sie die ganze Zeit die Maske tragen müssen sollen? Wir haben uns bei der letzten Demo ja hier auch offenbart. Wir haben uns vernetzt mit Schwäbisch Gmünd, mit der Initiative Eltern für Aufklärung und Freiheit. Da gibt es auch hier jetzt in Heidenheim den Telegram-Kanal. Und hier liegen die Flyers aus, wer da Interesse hat. Wir haben weitere Infomaterialien, wie man vorgehen kann, wenn man sein Kind schützen möchte. Ihr könnt uns gerne eine kleine Spende dalassen für die Flyer und auch uns unterstützen, wenn möglich finanziell, für die Großdemo, die geplant ist im November in Aalen. Das Kessel steht hier. Dann war es das jetzt von meiner Seite her. Ihr wisst, das offene Mikrofon wartet. Wer möchte denn sprechen? Einer hat sich jetzt schon bei mir gemeldet. Der Stefan. Applaus für den Stefan. Und als Basis für diese ganze Sache waren im Prinzip 2 Rechtsgutachten von einem Professor Dr. Jur Habil Michael Eliker, das da vorlag, und da steht drin,
dem Deutschen Bundestag standen bei Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite keine rechtlichen Kriterien zur Seite und es stehen ihm auch für die Beurteilung des Fortbestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite keine rechtlichen Kriterien zur Verfügung. Das ist ein Rechtsprofessor. Nächste Seite. Dann noch ein Zitat daraus. Auch wird die Feststellung vom Deutschen Bundestag getroffen, nicht von einem Sachverständigenrat der Epidemiologen. Die Feststellung kann daher auch nicht allein von medizinisch-fachlichen Voraussetzungen abhängen. Weiter, eingedenk der Tatsache, dass die Rechtsgrundlage nicht nur wegen ihrer Unbestimmtheit verfassungswidrig ist, sondern eine Reihe von schweren verfassungsrechtlichen Defiziten aufweist, ist die Aufhebung unverzüglich vorzunehmen. Das ist sein Schluss. Dann kommen wir zum nächsten Professor. Das ist der Professor Kingreen aus der Uni Regensburg. Und der hat auch im Prinzip ein Gutachten gemacht für diese Sitzung vom Bundestag. Und da steht drin, der Feststellungsbeschluss gilt hingegen grundsätzlich so lange wie seine gesetzlichen Grundlagen. Das führt dazu, dass nicht mehr zeitlich engmaschig geprüft wird, ob die tatsächlichen Voraussetzungen sich geändert haben. Also er geht da ins Gericht. Der Feststellungsbeschluss muss wieder aufgehoben werden, weil seine tatsächliche Voraussetzung, die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, nicht mehr vorliegt. Aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Implikationen besteht für den Feststellungsbeschluss daher nicht der politische Einschätzungsspielraum, den schlichte Bundestagsbeschlüsse üblicherweise beanspruchen können. Die durch den Feststellungsbeschluss ausgelöste Ermächtigung des Bundesministers für Gesundheit, nach näheren Maßgaben in Rechtsverordnungen Ausnahmen und Abweichungen von nicht näher eingrenzenden Parlamentsgesetzen vorzusehen, ist nämlich verfassungswidrig. Und um die Sache abzukürzen, das heißt, warte mal, das ist, ob das noch relevant ist, das ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist ein Gesetzesbeschluss vom Landtag Baden-Württemberg vom 22. Juli 2020. Und da lese ich euch das vor, weil das ist für euch extrem wichtig. Zweck des Gesetzes ist es, die Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten, also aller übertragbarer Krankheiten, ich weiß nicht, ob es eine Zecke auch übertragen kann, durch zielgerichtete Maßnahmen zu verhindern und deren Folgen zu bekämpfen, sowie die Einbeziehung des Parlaments in wesentlichen Fragen der Grundrechtsausübung sicherzustellen. Also das ist ja schon, klingt schon mal nicht so ganz schlecht, aber dann kommt's im Absatz 2, die Grundrechte der Freiheit der Person, der ungestörten Religionsausübung, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit, der Berufsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung, also ich betone, der Unverletzlichkeit eurer Wohnung und des Brief- und Postgeheimnisses können insoweit eingeschränkt werden. Jetzt ist die Frage, was hat eine Pandemie, eine Krankheit mit dem Postgeheimnis zu tun? Ja, wenn es hier um Abstände und Masken geht, dann ist es ja ein Thema. Aber wenn es hier um Freiheitsrechte, Berufsfreiheit und Unverletzlichkeit der Wohnung geht, dann wird es echt spannend. Dann steht da noch weiter, die Umsetzung dieser Regelungen erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden. Also das heißt, es kommt jemand zu euch nach Hause. So, das war dieses Gesetz, das könnt ihr nachlesen im Gesetzblatt Baden-Württemberg. Da gibt es eine Drucksache, 16-8531, kann man das nachlesen. Und das Gesetz ist in Kraft, steht drunter, dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündigung in Kraft. Und oben steht drüber, der Landtag hat am 22. Juli das folgende Gesetz beschlossen. So, und jetzt noch was. Und zwar, ich möchte euch darauf hinweisen, dass auch die ganzen
Datenblätter von PCR-Tests online verfügbar sind. Ihr könnt nach dem Bosch Vivalytic-PCR-Test gucken, ihr könnt nach Roche gucken, ihr könnt die Unterschiede zwischen deutschen und englischen Fassungen rausarbeiten. Was da für krasse Widersprüche drin sind, dass manche PCR-Tests überhaupt nicht für menschliche Zellen oder Viren zugelassen sind, dass sie nicht, dass keine Therapien davon abgeleitet werden dürfen und so weiter. Und hier habe ich noch als letztes ein Datenblatt vom Ebola-Impfstoff Erwebo von der Firma Merck. Und da steht drin, dass man durch den Impfstoff diverse allergische Reaktionen haben kann und dass die geimpften Leute weiterhin ihre Maßnahmen zum Schutz vor Ebola aufrechterhalten sollen. Und das steht dann im nächsten Satz drin, da sie ja auch den geimpften Impfstoff übertragen können. Also das ist ein Lebendvirus und dann überträgt er halt nicht das eine Ebola, sondern das geimpfte Ebola. Und deswegen gelten da die Maßnahmen weiterhin. Und das konnte man ja letzte Woche im Fernsehen hören bei uns, dass unter Umständen auch nach einer Impfung die Maske weitergeht. Ja? Und das ist hier im Prinzip ja auch dokumentiert, dass es so ist. Und hier steht auch drin, wie lang so ein Impfstoff oder wie lang der wirkt. Nämlich, es ist unbekannt, wie lang der wirkt. Und ob er überhaupt wirkt. Ja. Und dass der Impfstoff nicht alle schützt. Und dass der Impfstoff in Blut, im Urin und in Körper, in Hautsekreten wieder zum Vorschein kommt und dann andere Leute mit diesem Impfstoff infizieren könnte. Also, naja, so viel von mir heute. Da kam jetzt vorhin auch die Meldung rein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, welche Schule das war hier in Heidenheim. Da wurde ohne Kenntnisnahme und Einverständnis der Eltern einfach, wurden die Kinder da getestet. Welche Schule war das? WG. Also die haben eine Teststation da aufgebaut und da wurden die Leute getestet, ohne dass die Eltern davon überhaupt wussten. Genau. So, möchte noch jemand sprechen? Aus Gerstetten haben wir da heute auch Besuch. Die Eva aus Gerstetten, die hat schon oft gesprochen. Da wird es einem ganz warm ums Herz, wenn die Eva spricht. Nee, das geht. Also, ich wollte wirklich heute nichts sagen. Heute Morgen saß ich beim Frühstück. Und plötzlich denke ich, guck noch einmal bei Dostojewski ins Buch Die Brüder Karamasow. Da kommt sowas, das, vielleicht findest du es und könntest es kurz, wenn es noch Zeit ist, sagen. Ich habe es dann aufgeschlagen. Und habe gelesen, ich sage dir, der Mensch kennt keine quälendere Sorge, als jemand zu finden, dem er so schnell wie möglich das Geschenk der Freiheit übergeben kann. Aber nur der bekommt die Freiheit, der Menschen in seine Gewalt, der ihr Gewissen beruhigt. Nun meine
Version. Seid beruhigt, sagt der Staat. Wir sorgen für eure Gesundheit. Ihr gebt uns dafür eure Freiheit. Seid ruhig, wir geben euch Masken. Ihr gebt uns dafür eure Persönlichkeit und Würde. Seid beruhigt, wir geben euch Informationen und ihr gebt uns dafür euren Verstand. Wir geben euch Tests und Impfungen. Ihr gebt uns dafür euren Glauben. Nein, Vaterstaat, nein. Unser Gewissen will nicht von dir beruhigt werden. Niemals. Wir nehmen das Geschenk der Freiheit an. Freiheit, die man nicht einfach wegwirft, für Sicherheit, Gesundheit, Bequemlichkeit und Versorgung. Ein freier Mensch zeigt Gesicht. Er lässt sich nicht in Panik bringen. Er hört und handelt nach seinem Gewissen. Und liebe Kirche, wenn ihr nicht imstande seid, euren Herrn und Meister, Jesus Christus, ernst zu nehmen und ihm zu folgen und das Hauptgebot der Liebe ernst zu nehmen, denn es lässt sich nicht lieben im Abstand. Liebe braucht Nähe und Zuwendung. Danke, Eva aus Gerstetten. Ja, da möchte ich euch bitten, hier noch ein paar Infos mitzunehmen. Es sind einige Sachen heute reingekommen, die auch interessant sind, gerade das mit was Mund-Nase-Bedeckung betrifft. Schützt bitte eure Kinder, unterstützt die Bewegung, geht auch weiterhin auf die Demos und merkt euch den 28.11. vor in Aalen. Vielleicht machen wir dann vorher noch, es kam die Idee heute rein, hier eine Flyer-Verteilung, so eine Art Demo-Umzug, einen kleinen hier in Heidenheim noch vor der Großdemo, damit die Leute hier informiert werden. Ich danke euch für euer Kommen und die Veranstaltung ist hiermit beendet.